Florian Mehnert hat den Wald verwanzt. Der Mülheimer Künstler hat Mikrofone aufgehängt und die Gespräche von Spaziergängern aufgenommen. 22 seiner sogenannten Waldprotokolle hat er ins Internet gestellt, um gegen das Problem der Überwachung zu protestieren. Ich liebe dich nicht mehr! Der Wald ist für mich ganz persönlich und ich glaube auch für die Deutschen eine sehr romantische Angelegenheit. Ja, das ist ein Ort des Rückzugs, des Schutzes, des Ursprungs. Und es ist absurd natürlich, in den Wald zu gehen und hier Mikrofone aufzuhängen und zu belauschen. Also den Wald eigentlich zu belauschen. Genau das aber hat Florian Mehnert gemacht, im Schwarzwald, dem Bayerischen Wald und in der Eifel. Es verdeutlicht die im Verborgen operierende Bedrohung unserer tatsächlichen Überwachung, die eben über Geheimdienste und auch im Internet stattfinden. Und das war ja die Problemstellung, die für mich innere Notwendigkeit geworden ist, darüber eine künstlerische Arbeit zu machen. Ob das als konzeptuelle Kunst mit Mikrofonen im Wald oder im Atelier auf einer Leinwand geschieht, das ist für Mehnert zunächst nebensächlich. Er beschäftigt sich mit einer Problematik. Was bleibt, ist das Motiv, der Wald, die Natur. Ist Mehnert mit seinen Waldprotokollen aber vielleicht zu weit gegangen? Jemand hat ihn angezeigt und obwohl sein Eingriff in fremde Privatsphäre gezielt stattgefunden hat, recht ist ihm das jetzt gar nicht. Zumal es sich beim Anzeigensteller wohl um einen Unbeteiligten handelt. Derjenige macht sich sehr einfach, indem er auf einen Paragraphen zeigt und damit das auf eine juristische Ebene der Diskussion führt, nämlich heiligt der Zweck die Mittel und dann ist geschickterweise davon abgelenkt, was die eigentliche Aussage und Intention meiner Waldprotokolle sind. Da ist dann niemandem mehr mitgeholfen, wenn man dann perfiderweise oder wie soll ich sagen, absurderweise mich dann anzeigt, anstatt die Bundesregierung vielleicht anzuzeigen. Bei seinen Aufnahmen hat Mehnert die ein oder andere Überraschung erlebt. Zwei Arbeiter zum Beispiel kommen an einem Mikrofon vorbei und bemerken es. Ein Mikrofon oder was? Lockenmull, was? Das ist doch ein Mikrofon. Ich kann doch gar nicht ziehen. Da im Ball. Bumm. Gehen wir weiter. Das hat mich einerseits sehr amüsiert und andererseits ist es wahrscheinlich genau Sinnbild dafür, was tatsächlich passiert. Wir haben in den Medien über die Medien erfahren, über Snowden erfahren, in welchem Umfang überwacht wird und wo sind die Proteste? Wo sind die Bürgerinitiativen oder wo sind die Regierungserklärungen? Komm, wir gehen weiter. Das ist der Sinnbild davon, dafür. Florian Mehnert hat seine Aufgabe erledigt. Über die Problemstellung wird gesprochen. Es könnte nicht sein letztes Projekt zum Thema Überwachung bleiben. Verraten will er noch nichts. Die Arbeit an den Protokollen jedenfalls ist abgeschlossen. Im Wald lauscht damit niemand mehr, aber wahrscheinlich eben nur im Wald.